Gib Gas, Mike. Und nur so zur Info, das ist nicht gerade, also das ist nur ein sehr Alter, kurzes mich hat's Stück. Gerade voll über den Dach geschöppelt. Wie viele Meter dann, werden das oh sein? Oh mein Gott! Ich weiß 500? Es nicht. 500? Ja, vielleicht. Ja, Dani hat sich überschlagen. Nee, ja, so 500 Meter oder so. Und es ist nicht gerade eine breite Straße. Also von daher ist... Wahrscheinlich war ich mit 120 auch schon ein bisschen zu schnell. Aber okay. Ja, eigentlich schon. War halt keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr, ne? Geilste ist eher in dieser komischen Baustelle. Einfach 50. Und dann musst du so eine komische Kurve fahren. Das macht eh niemand. Aber weißt du, da hinten... Da fahr ich immer 60. Allein schon aus Reflex. Bist du schon mal nach Kassel gefahren? Ja. Da in die Richtung, da die schon, Strecke? Mehrmals. Da wo du oben über diesen Berg drüber musst, wo 40 ist. 40? Ja, da haben die jetzt umgeleitet, weil die da die Ausfahrt für die A44 hinmachen. Und da ist einfach 40 ein Berg hoch. Ja, ja, ja. Das ist so eine richtig komische Ecke. Warum hat Daniel warm blinkt? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nur nicht rüberzuziehen, weil ich habe keine Ahnung, ob Dani da ist. Ja, du hast dich doch, du hast dich schon rübergezogen. Hui! Oh, aber da an der Ecke, wenn du da schneller lang fährst, das ist auch ganz lustig. Also wir waren ja mal auf einem Geburtstag jetzt, ne, an einem Samstag. Und dann hat mich halt irgendeiner von den Vätern da abgeholt. Also uns, so mehrere Leute irgendwie. Waren wir zu fünft in einem Auto, weil der hatte halt so einen komischen Bus. Dingsbums. Und da, dann hat er uns fünf halt abgeholt oder so. Und dann hat er sich einfach so gedacht, ey yo, ich bremse jetzt nicht, ich fahre einfach mit 80 da hoch. Und dann mit so einem komischen Klappen. Dani, soll ich mal mit sein? Soll ich mal auf euch warten? Nein! 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 Bremst er! Nein! Was tut ihr da? Ja, ich hab voll die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Und dann rammelt er voll gegen die Leitplanke, fliegt zurück und voll gegen meinen LKW und ich krieg Schaden. Ich hab 22% Schaden am Zugfahrzeug. Und dann habe ich voll rübergelenkt und bin... Voll, das war die Funktion. Das, immer wenn der scheiß Dani in der Nähe ist. Ein Ausraster! Ey, ich hab nur überholt. Immer wenn der scheiß Dani in der Nähe ist. Und dann ja, hallo, sagst ich du, hab soll ich dir was zeigen? Und ich hab zu stark rübergezogen, verliere ich die Kontrolle. Ey, ich hab 100 gehabt oder sowas. Und dann push! Push! Oh Mann. Weißt du, was macht er? Schon abbremst, nee, er hält geradezu auf mich. Ja, jetzt bin ich wieder gewesen. Ja klar. Sag mal, arbeitest du bei der Polizei? Ja. Die können das auch so richtig gut so. Nein, die sind schuld. Ich glaube, bist du schuld, ey. Du bist mir voll hinten reingetunnert, ey. Oh, da habe ich jetzt auch einen Witz gelesen. Den hat sich einer hinten auf die Heckscheibe geklebt. Irgendwie, ne? Wurde halt zum Kind geboren. Und das war halt sehr schlau. Schon so von Anfang an, ne? Haben sie gesagt, oh, ey, das ist zu schlau. Hui. Da haben sie halt so gesagt, ey, das ist zu schlau. Wir müssen dem die Hälfte vom Gehirn rausoperieren. Haben sie dem halt die Hälfte vom Gehirn rausoperiert. Als es wieder aufgewacht ist, war das Kind halt immer noch schlau. Haben sie ihm den Rest von dem Gehirn auch rausoperiert und haben ein Brötchen reingelegt. Und dann ist das Kind nach der Operation wieder aufgewacht und hat dann einfach so gesagt, ja, bitte anhalten, Fahrzeugkontrolle. Ja, das kenne ich. Ja. Sowas musst du dir hinten auf die Heckscheibe kleben. Dann wirst du bei einem Polizisten gern gesehen. Geil ist, mein Cousin und meine Cousine haben Geburtstag gefeiert. Und mein Cousin ist bei der Polizei, ne, und seine Freundin auch. Und abends, so, die haben reingefeiert und dann kam irgendwann die Polizei. Na, sie fangen so richtig an, sich zu freuen. Ah, die Kollegen! Na, und die ganz trocken. Also dienstlich hier. Okay. Dani, was tust du da? Ich möchte nicht von dir aufgehalten werden, ey. Alter, kann man den meinen? Ich weiß nicht. Wäre schon nice. Gut, dass hier keiner in der Nähe ist, ey, sonst wir würden wir den ja auch mal noch vernichten. Bewerben. So als, wir können uns ja mal bewerben, vielleicht kommen wir ja irgendwie ins Team oder so und können dann Leute kicken. Das wäre ja mal cool. Ich weiß gar nicht, ob man das Leute überhaupt... Ja klar, wieso nicht? Klar. Was glaubst du, was den ganzen Tag macht? Immer doch.
Mai, kennst du das Bild mit dem Jugendfoto? Weiß ich nicht. Da sitzt so ein kleines Kind im Schnee und hat sozusagen ein drittes Bein. Okay. Schicke ich dir nachher mal. Ja, musst du mir mal schicken. Also, Gruppe und so. Warum habe ich keinen Gang mehr? Weil der wegen da nicht. Weil da nicht. Überhaupt keinen mehr? Gar keinen? Nicht mal einen einzigen? Oder doch, ich habe nur 11. Okay. Warum bleibt Dani denn? Ja, Mutter für Funktion dich gerade. Ja. Du hast verdient. Das sagt man dann immer. Mike, fahr schneller. Ich versuch's, aber es geht nicht. Ich versuch's, ja, aber es geht. What the fuck? Oh, wir sind gerade langsamer. Ich fahr ganz rechts, dann kannst du überholen. Mutter, ich fahr jetzt hier auf den Parkplatz drauf. Dann kannst du in Ruhe überholen. Dann fahr ich dich erst um, wenn ich wieder rauskomme. Überholen, ich hab gerade eine Motor-Fehlfunktion. Ach ja, immer diese Ausreden. Ja, da kommt mir einer entgegen. Dani. Also kommt uns einer entgegen. Und jetzt hat es gerade erstmal bei dem geleckt. Hä, wo bist du denn drin, Alter? Ich bin hier. Okay, hallo. Ich bin eben nur gerollt, weil Motor-Fehlfunktion halt. Jetzt kommt irgendwo Dani. Er überholt einfach rechts über den Standstreifen. Hätte ich jetzt einfach rübergezogen, weil ich Schiss gekriegt habe, hätte ich ihn voll mitgenommen. Am liebsten würde ich da nicht so abschwarten, ne? Der kann wenigstens noch heizen. Ich hab keinen 12. Gang mehr. Da kommt Dani. Also ich schon Alter, Dani! Nein! Okay. Denn du hast mal einen. Wie viel Prozent Schaden hast du? Ganz schön nah. Also ich habe 0% Schaden. Ich bin voll stolz. Ja, nur 22. Ja, 22. Warum habe ich dann 40? Was ist los mit dir? Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte ab 31 nur noch. Ja, nur weil du mir da. Ja, du bist ja auf das Feld gefahren. Da ist ja noch die Schutzmauer davor. Weißt du, die unsichtbare. Die zieht ja auch noch voll viel ab. 11. Hä, nee. Unsichtbare Schutzmauern ziehen nichts ab. Ja, eigentlich. Wollen wir es testen? Kannst du machen. Ja, mach doch. Okay. Dau. Obwohl. Schaden. Ja, kann aber auch daran liegen, dass du auf dem Boden aufgesetzt bist und so. Weiß ich. Hallo Dani. Schieb mich mal um. Nee. René, schieb mich mal um. Wo seid ihr denn? Obwohl nee, ich fahr die nicht. Schieb mich um. What the fuck? Schieb mich um. René fährt einfach vorbei. Ich bin froh, dass er weg ist. Muss ich jetzt einfach mal so ganz ehrlich sagen. Also manchmal, da kriegst du es ja echt so hier mit der Angst zu tun. Ich weiß ja auch nicht. Boah, aber mit dem Update ging das eigentlich. Also jetzt kannst du jetzt seit dem Update, wo du deinen Anhänger stabiler machen kannst, ne? Dass der halt besser auf der Straße liegt und so. Seitdem geht das. Seitdem kannst du eigentlich alles machen. Was? Vorher bist du immer umgekippt. Ja, hier. Und wieder Motorfunktion. Haha. Blöd ist, da muss man immer auf noch entfernt. Ich kann ja mal ein bisschen 100 Kilometer. Ich bin 91 Kilometer entfernt. Komm, ich fahre mal 100. Boah. Lol. Seit wann bremst denn der Tempomat? Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist schon vor lange so. Schon immer, Mike. Ja. Okay, ja, bei ETS vielleicht, aber da benutze ich nie ein Tempomat. Hä? Aber in echt, da bremst der nicht, ey. Doch. Hä, nein. Doch. Also unserer nicht. Eigentlich sollte er das Tempo halten. Hä, ja, aber wenn du von alleine wieder Gas gibst, um schneller zu fahren, ja, dann. Dann lässt er dich dann hinterher nur zurückfahren, aber der bremst nicht. Dann geht er auch. Zurückfallen. Nee, wenn du Gas gibst, nicht. Ja, wenn du Gas gibst, dann geht der Tempomat aus. Und bei uns nicht. Bei uns dann bleibt er an. Dann ist euer Tempomat sehr komisch. Nee, der bleibt an und dann, du gibst halt einfach mehr Gas. Und wenn du aufhörst, Gas zu geben, dann fällst du wieder zurück auf die Geschwindigkeit, wo du vorher warst. So. Deswegen fährst du immer mit 120 durch eine 100er Ortschaft. Das kannst du natürlich auch machen. Machst einfach Tempomat an, 80 km/h oder so, und dann gibst du Vollgas. Und dann sagst du einfach hinterher, ja, ich hatte die ganze Zeit ein Tempomat auf 80. Und das bei den neuen Autos, das über ein elektronisches System nachgelesen werden kann, ne? Auch schon ein bisschen schnell, Mike. Hm, was? In der Ortschaft ist 80 auch schon ein bisschen schnell. Quatsch. Obwohl, ich bin auch mal mit einem mitgefahren, der hatte, sagen wir mal, so ein, zwei Jahre den Führerschein, also noch Probezeit.
Ja, ist einfach. Klebe schreit uns an, werdet mal fertig, ihr Noobs. Und dann ist er einfach mit 100 durch eine Ortschaft durch. Mike, wie weit seid ihr schon entfernt? 90 Kilometer bei mir noch. Seid ihr doch schon durch so einen Tunnel? Tunnel? Okay, dann kommt sie. Okay, ich bin ja nur noch 40 entfernt, ne? Ja, wie bist du denn? Ich bin auch schon in Dresden. Bin kurz vor Dresden.